Es faucht unterm Bett. Im kleinen Königreich steht der Mond am Himmel und es ist Schlafenszeit. Der kleine König liegt gähnend in seinem Bett und kann nicht einschlafen. Sein Plüschteddy neben ihm ist heute auch keine Hilfe. Bin ganz schön müde. Das ist gut, kleiner König. Dann mach jetzt die Augen zu und schlaf. Geht ja eben leider nicht. Bin zu nervös. Wie kommt's? Ich muss ganz dringend mal aufs Klo. Lauf schnell ins Bad und geh auf die Toilette. Nö, zu gefährlich. Der kleine König nimmt seinen Teddy auf den Schoß und flüstert ihm ins Ohr. Spitz mal die Ohren, Teddy. Brumm. Du hörst es doch auch. Brumm. Dieses Schnaufen und das Röcheln und das dieses Fauchen. Brumm, brumm. Da ist ein Drache unter unserem Bett. Los, schnapp ihn dir, Teddy! Aber Teddy tut nichts. Nur Mut, Teddy! Hier, ich halte dich an den Füßen fest und du guckst mal unters Bett und bockst dem Biest eins auf die Nase. Teddy kann keinen Drachen fangen, kleiner König, weil keiner da ist. Außerdem bist du ja eigentlich immer mutig und hast gar keine Angst vor Drachen. Das stimmt. Gut, dann stört er dich ja nicht. Und du kannst aufs Klo und dann schlafen. Geht nicht. Das Biest muss zuerst verschwinden. Wieso? Es bringt Unglück, wenn die unterm Bett schlafen. Ja, und wegen der Brandgefahr. Na klar. Der kleine König nimmt einen Keks aus der Packung, die auf seinem Nachttisch liegt. Er isst ihn aber nicht selbst, sondern wirft ihn unters Bett. Und tschang! Hey, du spinnst wohl, kleiner König. Soll er lieber meine Kekse fressen als mich? Und dann fallen ihm von den vielen süßen Sachen die Zähne aus, weil er sie nicht putzt. Das gefiel ihm recht. Und dann kann er mich auch nicht mehr beißen. Ich hab zuerst gedacht, du machst nur Spaß, kleiner König. Unter dem Bett ist bestimmt kein Drache. Schau selber mal nach, dann weißt du's. Nö, ich bleib im Bett. Und mein Pipi auch. Kleiner König, sei bitte nicht albern. Los, trau dich, steh auf und nimm entweder den Nachttopf oder geh endlich aufs Klo. Zu gefährlich, viel zu gefährlich. Da kriege ich Brandblasen an den Füßen vom Drachenatem. Der ist doch ganz heiß. Hier, nimm noch ein paar Kekse, Feuerdrache, damit du satt wirst. Und tschung! Der kleine König wirft nun schwungvoll die ganze Keksschachtel unters Bett. Und in diesem Augenblick ist ein wildes Fauchen deutlich zu hören. Oh Mann, der ist jetzt aber sauer. Da faucht es ja tatsächlich. Der Feuerspucker-Drache futtert halt lieber Könige als Kekse, wenn gerade keine Prinzessin da ist. Die nimmt er noch lieber. Drachen schlafen nicht unter Betten. Dafür sind sie doch viel zu groß. Bitte? Dann ist es eben nur ein kleiner Drache. Jedenfalls sind diese Biester alle brandgefährlich. Peter, komm doch mal ans Fenster. Wenig später steckt Grete ihren großen Pferdekopf zum Schlafzimmerfenster herein. Komm rein, Grete, und bring bitte die gefüllte Wasserspritze mit, ja? Als seine Pferdefreundin Grete schließlich in der Tür steht, ist der kleine König doch sehr erleichtert. Hey, los, Grete, mach schon, baller mal eine Ladung Wasser und das Bett. Das macht Grete. Und prompt kommt Antwort. Ein böses, lautes Fauchen lässt alle aufschreien. Oh, Schreck. Und schwupps sitzt nun auch Grete im Bett. Beide ziehen sich die Bettdecke über den Kopf. Erst als es nicht mehr weiter faucht, linsen sie vorsichtig heraus. Du bist mir ja eine schöne Hilfe, Grete. Oh.